Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und auch Salvete Spectatoris zu einem weiteren Teil von Let's Play Rome Total War mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Und wir machen weiter bei unserem Speedrun mit den Bruti. Wir haben gleich unsere Kampagne abgeschlossen und wir können hier leider nicht mehr angreifen, aber in der nächsten Runde auf jeden Fall. Und wir haben hier zwei Rammböcke gleich fertig, die beiden Siedlungen brauchen wir noch und dann haben wir es gepackt. Es sei denn, die Griechen erobern jetzt Nikomedia. Das wäre natürlich nicht so gut. Warten wir mal ab. Und ja, wir müssen auch ein bisschen auf die Trage aufpassen, die haben uns nämlich den Krieg erklärt, die hinterhältigen Mistviecher. Okay. Unser Diplomat, weiter auf dem Weg hier runter, ne? Dann haben wir noch den einen irgendwo hier unten. Kann ich etwas tun? Euer Ehren. Wir sitzen fest. Das ist einer von unseren Diplomaten. Ja, lauf mal hier hin. Und ja, ich glaube, das war es dann auch, ne? Naja, ich brauche gerade momentan keine Generäle. Ich soll den Hafen von Thylis blockieren. Ich glaube, das kriegen wir hin. Sind bereit! Sind bereit! Sind bereit! Das Doofe ist nur, ich komme an Pontus nicht vorbei und die sehen es überhaupt nicht ein, sich hier zu beeilen. Okay. Ja, das ist jetzt halt echt doof, weil ich hier vorhin so viele Verluste hatte beim Auto-Resolven, ne? Sonst wäre hier echt noch mehr drin gewesen. Oh nein, er hat die Armee abgezogen. Ach man, jetzt kriege ich ihn nicht sofort. Okay. Dann müssen wir noch eine Runde warten. Dann greifen wir dich jetzt an. Bin ich mal gespannt. Ja gut, das ist ja jetzt ein Sklave, ne? Da schenken wir uns mal diese Ansprache. Ja, das ist eine doofe Ausstellung. Schieben wir mal so hin, bitte. Ja, laufen wir noch ein bisschen näher ran. Ah ne, warte, der hat Rotter Steinschild Rad schießt. Meinst du nicht ernst? Fucking kidding me. Unsere Soldaten sind am Tor. Jetzt müssen sie es niederrammen. Unsere Soldaten haben Gutes geleistet. Der Rambock hat das Tor durchbrochen. Hatte der noch eine Einheit, die ich nicht gesehen habe? Ich glaube ja, ne? Ich glaube, der hatte noch eine Einheit, die ich nicht gesehen habe. Wer? Wer zum Geier? Der hat Kreta-Bogenschützen da drin gehabt. Das ist ein schlechter Scherz, ne? Ich hoffe ja, dass ein paar unserer Einheiten geheilt werden. Mache ich das extra manuell, damit meine Verluste nicht so hoch sind? Und was ist? Meine Verluste sind super hoch, weil ich es manuell mache. Den Göttern. Unsere Soldaten haben heute gut gekämpft. Die Mauern sind besetzt. Shit.
Die Götter haben das Herz des feindlichen Generals mit Angst erfüllt. Wie ein Feigling flieht er vor der Schlacht. Schade, der will nicht kommen. Komm, stell dich so hin. Und das ist super mit den Rollos-Schleuderern. Auch wenn die da so rumstrafen. Das ist ein bekannter Bug in dem Spiel. Aber es ist insofern super, weil wir die schon wirklich krass dezimiert haben. Warum treffe ich die Hoptiten nicht? Wie viele sind das? Noch nicht mehr viele, ne? Ich schieße auf die, ne? So ein Mist. Astarti! Bewegung! 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 Astarti! Bewegung! Bewegung! Tötet sie! Befehle! Befehle! Komm, da ist nur noch einer. Okay. Warum? Ein paar Verluste waren dabei, ne? Sieg! Bevölkerung von Sklaven. Straße bauen. Bauern rekrutieren. Setz mal bitte auf niedrig. Wir haben ein weiteres Weltwunder eingenommen, nämlich das Mausoleum von Halikarnassos. Achtung, in 3, 2, 1 gibt es ein Video, ne? Das ist ziemlich laut, also dreht sonst eure Lautstärke nochmal runter. 3, 2, 1. Okay. Ja, eines der sicherlich herausragendsten Gebäude der antiken Welt. Ja, siehst du, die Kretas wurden geheilt, die Rhodia nicht unbedingt. Egal, ist okay. Genau, also sicherlich eines der herausragendsten Denkmäler in der Antike überhaupt. Insofern natürlich auch, weil es halt keinem Gott gewidmet ist, sondern eben Artemisia, ne, der Ehefrau von Mausolos. Ja, Gebäude machen wir gleich. Ist klar. Krieg erklärt Spanien und Karthago. Aha. Gefolge vergrößert sich, persönlicher Sklave und Gefolge vergrößert sich, Sklavenhändler. Okay. Mhm.
Das Doofe ist, also die Siedlung hat jetzt halt auch noch Sklaven abbekommen. Das ist nicht ganz so praktisch. Aber ist okay. Weil hier waren noch die Statthalter drin. Ich habe vergessen, die rauszuziehen. Werden wir aber auch noch hinbekommen. Und ich möchte eigentlich halt hier auch gar nicht so eine große Garnison drin haben. Da können wir nicht hin, Captain. Da kommst du bestimmt ja, gleich hin. Lass mal die Felites da drin. Ei, Captain. Und dann. Ei, Captain. Fährst du mal einmal hier runter. Sind bereit. Ei, ei, Captain. Du fährst hier hoch. Geht es nicht weiter. Sind bereit. Bleibst auf jeden Fall mal hier in der Nähe und du solltest halt auch in der Nähe bleiben eigentlich. Damit wir nächste Runde mit der Armee hier auch nochmal was Sinnstiftendes machen können. Ei, ei, Captain. Flotte bereit. Dann soll der mal woanders hinfahren, der Penner. Befehle? Imperator? Wo wollen wir hin? Ich würde dann sagen, dann schicken wir die Armee hier gegen Thylis. Weiter geht es nicht. Befehle? Befehle? Die Köter kommen nach, ne? Befehle? Ja, ist doch brauchbar. Imperator? Aha. Edler Meister, ich werde sofort mit Ihnen reden. 11.000? Okay, machen wir. Befehle? Vorwärts! Imperator? Herr! Was macht man nicht alles dafür, dass diese Stadt hier schneller wächst, ne? 9.500 haben wir schon. Wir bauen. Lass uns mal einen Tempel des Mars bauen. Brauchen wir nicht unbedingt, ne? Aber komm, wir sagen hier, öffentliche Bäder. Bauen wir bitte schon mal hier den Wachturm hin. Marschieren! Herr. Ich sage... Gut, wenn der Byzanz einnimmt, dann soll der halt. Ich hab halt. Wir bauen hier noch einen Wachturm hin. Baut einen Turm. Ich schien direkt vor gegen Thylis. Befehle. Hab da relativ wenig Angst, also. Befehle. Sind bereit! Sind bereit! Die Einheit hier. Ne, die lösen wir wieder auf. Die brauchen wir nicht hier unten. Blöd, dass ich die gebaut habe, aber die brauchen wir jetzt nicht so dringend. Ne, das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich nach den Gebäuden gucken, aber ist egal. Zappen wir hier noch einmal durch. Tja, Sparta weiß ich noch gar nicht so genau. Insgesamt ist ja auch gar nicht so viel zu bauen, glücklicherweise, ne? Wie wäre es? Wie wäre es hier noch mit einem Hafen und hier... Ne, warte mal, stopp, falsch. Und hier noch mit so einem Landwirtschaftsgebäude. Ja, und die Köter will ich behalten. Ich will mit den Kötern spielen. Da sind so viele ungepanzerte Einheiten dabei. Da sind die Köter ganz gut gegen... Die Tranker haben nicht so stark gepanzerte Einheiten. Da kann man relativ gut was mit den Kötern machen. Bereit zum Hinterhalt. Ach, nee. Ich kann mich nicht zurückziehen mit dieser Armee.
Ja, dann wird es ja nochmal spannend, ne? Männer, meine Brüder, in der Not sind wir vereint. Und im Herzen tragen wir den Kodex des Kriegers von Kraft und Sieg. Wenn wir zusammenhalten, werden wir keine Niederlage kennen. Heute schenken wir den Geschichtsschreibern unseres Volkes einen weiteren Sieg. Man wird uns verehren. Die Thraker schicken ihre Krieger gegen uns in den Kampf. Keine Angst, es sind bloß Männer. Und Männer kann man töten. Diese Armee stellt ein Viertel der feindlichen Truppen dar. Schärft also ein letztes Mal eure Schwerter. Wenn wir sie alle getötet haben, haben wir einen guten Anfang gemacht. Boah, okay. Wir kämpfen gegen ein Viertel der thrakischen Armee. Was, wenn man das anders. So, Infanterie bitte vor. Ganz dünn gezogen. Dahinter bitte die Filites. Ohne Plänkelmodus. Auf der Flanke bitte die Feldtasten. Ohne Plänkelmodus. Ein bisschen mit Abstand hier unsere Kriegshunde. Und dann unsere Kavallerie hier. Und unsere Kavallerie hier. Also mit der müssen wir ihn auf jeden Fall versuchen zu harassen. Jetzt ist halt nur meine Frage, wo harassen wir ihn am besten? Ich bin ja eigentlich kein Fan von Edge Camping. Aber also so ein bisschen machen wir das, weil das Problem ist halt, ich sehe das halt so, der wird halt nicht, der wird uns sonst nicht unbedingt angreifen mit seiner Kavallerie und das ist dann halt auch wieder ein bisschen lame, ne? Deswegen schütze ich immer gerade nach hinten. Unsere Kavallerie. Ja, weiß ich nicht. Ich schätze mir hier so ein bisschen an die Flanke. Weil ich will ja damit seine Infanterie attackieren. Ja, warten wir mal ab, ne? Ja, der hat halt, hier steht noch ein bisschen was an. Plänkelkavallerie. Solange unsere Einheiten hier noch verdeckt sind. Na. Warum sollten wir uns dann irgendeiner Gefahr aussetzen?
Raus da. Nee, hol dir die Hopliten. Ja, der Rest flüchtet. Ich meine, klar, der schießt noch auf uns, aber der Rest seiner Armee flüchtet ja offenbar. So. Den Rest dann bitte auf dreifache Geschwindigkeit. Sei den Göttern. Das ist doch ziemlich gut gelaufen, oder? Also, ich meine, schau mal, der hat nur 56 Gegner besiegt. Wir haben auch nicht viel verloren, ne? Kavallerie hat viele Kills gemacht, gut, auch hohe Verluste, ne? Bei den Equites halt, aber ist okay. Das ist doch was, was ich sehen lassen kann, finde ich. Beschwere ich mich nicht. Ach, guck mal, da kommt direkt die nächste Armee an. Sehr flexibel, der Brudi. Okay, aber als erstes machen wir hier mal einen Quick Save und holen uns den Kampagnensieg. Wenn ich das automatisch berechnen lasse, habe ich halt sehr hohe Verluste bei den Princaps. Auf der anderen Seite, boah, das ist auch eine sauätzende Armee, ne? Wir gucken mal gerade, kann ich es auto-resolven? Ja, ne, leider nein, ne? Ja, dann muss ich es leider anders machen. Dann muss ich es halt selbst auskämpfen. Dann machen wir aber folgendes, weil wir die Gringos nämlich hier dabei haben. Achso, warte mal gerade. Was können wir hier für Söldner kriegen? Okay, Bastarde will ich nicht. Tatsächlich sollte man dann doch gucken, dass man also gepanzerte oder Söldner zumindest nimmt, die irgendwie eine Panzerung oder ein, ja, irgendwas oder einen Fernkampfangriff haben. Wenn sie keine Panzerung haben, dann brauchen sie einen Fernkampfangriff. Haben die Bastarde leider nicht. Ich habe mir Ruhm verdient, indem ich meine Männer in den Sieg führte. Ich sehe nicht ein, meine Angewohnheiten heute zu ändern. Fürchtet nicht die ach so schönen Griechen. Ja, sie kommen zum Kämpfen, doch sie bleiben zum Sterben. Das ist ihre letzte Stadt. Das letzte Rattenloch, in dem sie sich verstecken können. Sollen sie sich doch hinter ihren Mauern verkriechen. Es wird ihnen nichts nützen. Wir sind nicht so weit gekommen, um umzukehren. Verschließt eure Herzen. Tötet sie alle. Dies ist der Augenblick unseres Triumphs. So, okay. Ja, okay. Jetzt wäre noch so eine weitere taktische Ansprache gekommen. Die brauchen wir aber tatsächlich nicht. Was mich jetzt nur interessieren würde, wäre... Surprise-Kreta-Bogenschützen irgendwo oder sowas? Hat er noch vielleicht einen Kreta-Bogenschützen irgendwo mit reingepackt? Nee, ne? Ich hoffe's nicht. Oder warte. Ich stelle sie lieber weiter nach vorne, das ist besser. Von Kreta.
Schiffe auflösen! Kleinschleuderer von Rhodos! Von Rhodos. Die dürfen nicht zu viel Munition verballern. Ich muss auf jeden Fall versuchen, seinen Gen zu erwischen. Gut ist, wenn die Einheiten hier so ein bisschen schräg positioniert sind, dann schießen die nicht so frontal auf die Einheiten, weil die Einheiten bei einer geraden Ausrichtung, also wenn sie zum Beispiel hier stehen und nach vorne gucken, geblockt sind durch das Tor. Und so, wenn die ein bisschen schräg stehen, dann kann man da besser schießen auf jeden Fall. Das Dumme ist halt nur, sie bewegen sich ständig, dadurch haben wir nicht so eine hohe Trefferwahrscheinlichkeit, aber ist okay. Die treffe ich jetzt leider nicht, weil ich nicht über die Mauer schießen kann, oder warum? Und das ist so super, wenn die sich umdrehen und versuchen wegzulaufen. Oder sowas, das ist mega gut. Macht man so viel bessere Treffer. Hier so zum Beispiel auch, ne? Was macht er da? Weiß ich nicht, ne? Komm, wir gucken mal weiter. Gut. Und wir haben schön viel Munition, ne? Auch das ist super. Dann machen wir mal die Tore auf. Ja, das, ne, das ist halt eben, aber jetzt nicht so eine schöne Taktik, aber ja, wir müssen es halt schon ein bisschen effizient spielen, sonst dauert das Let's Play halt einfach so ewig. Jetzt müssen sie es niederrammen. Nur für den Fall der Fälle, falls ihr mal sehen wollt, wie man unser Rambock hat gute Arbeit historisch geleistet. Etwas genauer spielen kann. Also ich habe ja mal mit den, ich habe ja mal ein Let's Play mit den Julian gemacht und da habe ich tatsächlich auch so versucht. Heute lächeln die Götter uns zu. Die Mauern sind durchbrochen und unsere Truppen sollten vorstoßen. Da habe ich auch tatsächlich so versucht, den antiken Kampfstil so ein bisschen umzusetzen. Unsere Soldaten haben die Mauern sofern besetzt. Mir das möglich war. Also guckt euch sonst mal das an. Wobei ich da auch recht effizient gespielt habe. Unsere Soldaten sind an den Mauern. Jetzt müssen sie sie niederrammen. Ja, leider kommt halt sein Gen nicht raus. Zeigt keine Gnade. Die feindlichen Mauern sind gefallen. Begrabt nun ihre Soldaten unter den Trümmern. Okay. Wir müssen auf jeden Fall hier hin. Und dann brauchen wir. Ich muss überlegen, wo kann ich ihn denn gut hinlocken? Am besten schieße ich irgendwie von hier. Männer vom Kreta!
So. Machen Sie bitte Folgendes. Eine Einheit Hastati hierhin. Machst du bitte hier hin. Machst du hier hin. Die machst du hier hin. Die machst du so, die machst du hier hin. Die machst du hier hin. Die machst du hier hin und hier hin. Die Kretas. Stellst du mal noch hier hinten ab. Und die anderen Kretas, die stellst du mir mal hier hin. Da kannst du übrigens Autofeuer anmachen bei denen. Okay, ich komme nicht ran. Brauche ich ein bisschen schneller. Okay. Naja, drei hat er erwischt bisher. Ich weiß nicht, wollte er auch noch irgendwann seine Pila werfen? Aha, jetzt. Boah, Alter, das hat dem Jen aber auch wehgetan. Und jetzt Charge, komm. Er ist down auf 34. Der feindliche König wurde getötet. Oh ja. Dadurch werden seine Anhänger ins Zweifeln geraten. Sehr schön. Okay, pass auf. Bitte hier und hier. Ich hasse es. Ja, wir müssen den auf jeden Fall ausdünnen, ne? Bevor wir halt hier noch weitere Sachen unternehmen. Uah, du Spaten! Es gibt's einfach nicht. Oh Mann, ey. Und er hat mir nochmal die Hastati in die Flucht geschlagen. Komm, ey. Halt doch die Fresse. Halt die Fresse. Ich hab keinen Bock mehr, ey. Ganz auf die Eier. Fing ja alles damit an, dass ich hier die Hastati positioniert habe und diese Dämmel-Hopliten da einfach die zwei oder drei Einheiten hier wie jetzt auch wieder insta geroutet haben, ne? Also, oh, das ist einfach so unfassbar dumm, ne?
Aber es ist nicht so schlimm, ich werde die Hastati fortbilden können. Aber sau dämlich einfach nur. Nee, ist egal, es war die letzte Schlacht, die wir hier gewinnen mussten. Wir haben keine Kretas, wir haben keine Rhodia verloren. Ist okay. Musik ist eigentlich auch echt ganz cool, also auch wenn diese Videosequenz damals war sie okay, ne, weil es halt nicht das Nonplusultra, aber ja, Bevölkerung versklaven bitte. Sklavenhändler, super, Seite vernichtet, griechische Städte, Halleluja. Und er hat eine Wehrkaserne, das reicht also hier für die Fortbildung von euch. Eine Einheit hat er mir vernichtet. Die lösten wir bitte auf. Da wurden viele geheilt. Super, beschwere ich mich nicht. Nimmst eine Einheit Bauern bitte mit. Ja, und dann machen wir kurz einen Cut an der Stelle. Ja, es gibt ja viele Themen, die sich jetzt sicherlich noch so zum Ende der kurzen Kampagne anbieten würden. Keine Sorge, ihr habt euch ja gewünscht, dass ich das so ein bisschen weiterspiele. Das tun wir auch auf jeden Fall noch, weil, wie gesagt, es ist ja, dauert ja noch lange, bis wir die Marius-Reform bekommen oder hoffentlich nicht mehr so lange, ne? Und außerdem muss ich ja auch noch dazu sagen, wir haben ja tatsächlich, ach guck mal da, da sind die geil, ja, da sollten wir vielleicht dann doch eine Armee hier aufstellen. Ja, und dann müssen wir dazu natürlich noch sagen, wir haben ja wirklich wie in einem Speedrun hier gespielt, ne, und haben super schnell alle Gegner niedergeworfen und die wichtigen Städte, die wir brauchten, erobert. Das ist halt das Tolle bei den Bruti, da kann man das halt doch wirklich sehr, sehr gut so erreichen, ne, und ja, man kommt sehr schnell hier durch. Aber gut, okay, was bieten sich also für Themen an? Ganz, 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 ganz viele. Wir befinden uns ja eigentlich noch in einer relativ frühen Phase mit 263 vor Christus, ne? Also das ist ja noch so diese Zeit der Ständekämpfe eigentlich, ne? So wie man sie in Rom bezeichnet, Zeit der Punischen Kriege auch sicherlich. Wir können mal, habe ich mir überlegt, uns noch eine Frage stellen, inwiefern dieser Krieg für die Römer in der frühen Phase und in der, in der frühen Phase der Republik dazu beigetragen hat, die Republik zu stabilisieren. Ich sage auch gleich mal, warum das interessant ist. Die Römer haben ja, und das ist wirklich was Besonderes, diese etruskischen Könige aus der Stadt vertrieben in einer gemeinschaftlichen Aktion, angeführt von der gesellschaftlichen und politischen Elite. Das können wir, glaube ich, sicherlich erstmal so festhalten. Das Bemerkenswerte daran ist ja dann aber, dass es nicht zu einem regelrechten Ersatz dieser vorangegangenen Herrschaftsstrukturen gekommen ist, sondern dass die sich vielleicht eine Weiterentwicklung dieser Herrschaftsverhältnisse überlegt haben und dass sie eine Herrschaftsform geschaffen haben, die auf ihre gesellschaftlichen Verhältnisse angepasst war und dann merkwürdigerweise auch sehr, sehr lange sehr, sehr, sehr stabil gewesen ist, obwohl sie das ja eigentlich nicht unbedingt sein musste. Hintergrund bei dem Ganzen ist ja, dass immer wieder es Bestrebungen gab, in solchen Gemeinwesen, die auf einer Dezentralisierung der Macht aufbauten, dazu gehört auch eben die Römische Republik, diese Strukturen der Gewaltenteilung, das ist ja eine ganz frühe Form der Gewaltenteilung, ne, also Gewaltenteilung geht ja zurück auf, weiß ich nicht, Montesquieu und Jean Baudin und so, ne? Also das ist ja erst die Gewaltenteilung jetzt so als gedankliches Konstrukt, als Grundlage einer politischen Theorie ist ja erst eine Erfindung der Neuzeit, ne? Das hat es in der Antike natürlich nicht gegeben.
Aber in der Römischen Republik zum Beispiel, aber natürlich auch in der attischen Demokratie und so weiter, wurde die Macht aufgeteilt auf viele verschiedene Bereiche, viele verschiedene Ämter und so weiter. Und der Grundgedanke dahinter ist ja eigentlich relativ simpel. Man möchte vor Machtmissbrauch schützen. Man möchte nicht, dass sich einer über die anderen erhebt. Man möchte damit auch die gesellschaftliche Ordnung wahren und die politische Ordnung natürlich auch. Aber immer wieder in solchen dezentral verwalteten oder regierten, sagen wir mal besser, Gemeinwesen, gibt es die Bestrebungen, diese Gewaltenteilung auszuhöhlen. Und da machen natürlich die Römer keine Ausnahme, da waren die Griechen auch keine Ausnahme. Tatsächlich hat es aber bei den Römern noch relativ lange funktioniert, wie ich finde. Wenn wir uns mal überlegen, so im 3. Jahrhundert, 4. Jahrhundert vor Christus haben die ihre Republik gegründet und erst so im letzten Jahrhundert vor Christus, ungefähr Mitte, ne, so mit Caesar, ja, vielleicht noch ein bisschen früher halt schon, so mit Sulla und so weiter in dieser Zeit, da wird die Republik so langsam ausgehöhlt und abgeschafft. Aber immerhin doch eine über mehrere hundert Jahre erfolgreiche Staatsform, die die Römer geschaffen haben. Das ist halt eben auch wieder insofern bemerkenswert, weil wir tatsächlich nur relativ, ich möchte mal sagen, vielleicht idealisierte Darstellungen aus der Frühzeit der Republik haben. Da werden uns gewisse Dinge überliefert, wo wir und die historischen Forschungen insgesamt heute der Meinung sind, dass sie so nicht gestimmt haben, wie zum Beispiel die Tatsache, dass angeblich so von Beginn an ein Konsulat geschaffen wurde, auf das die Macht des Königs wohl ungeteilt überging. Da macht man heute ein großes Fragezeichen hinter und sagt, wahrscheinlicher ist es vielleicht eher, dass man sich überlegt hat, okay, wie können wir die zentrale Gewalt schwächen? Naja, wir schaffen vielleicht so eine leicht hierarchisierte Form einer Verwaltung auf 2 oder 3 Köpfen vielleicht. Also man vermutet, es gab zu Beginn der Römischen Republik 3 Ämter, die sich die Macht aufteilten und die untereinander so ein bisschen hierarchisiert waren. Dabei bleibt das Konsulat natürlich das wichtigste Amt, aber diese Doppelteilung, also dieses Doppelkonsulat, ja, dass es eben 2 Konsuln gab, das ist wohl eher in spätere Zeit zurückzuführen. Und was man wohl vermutet hat, ist, dass es dieses Amt des Diktators auch relativ früh gegeben hat, der eben in Ausnahmesituationen das römische Gemeinwesen retten sollte. Und jetzt kommt der Clou an der Sache, und das finde ich so bemerkenswert bei den Römern. Oh Moment, ich muss niesen. Was ich sagen möchte, dieses römische Gemeinwesen kriegt immer wieder Chancen, sich zu bewähren, und tatsächlich bewährt sich das halt auch immer wieder. Ich glaube, das ist eine sehr glückliche Fügung in der Geschichte. Das ist das, was ich mit der Aussage vom Anfang der historischen Hintergrundinfos heute meinte. Denn wenn dieses Gemeinwesen nicht ständig in irgendwelche Kriege verwickelt gewesen wäre, teils in Verteidigungskriege, teils auch in Angriffskriege natürlich, dann wäre denen das gar nicht so leicht gefallen. Die Römer hätten sicherlich nie so ein solides Gemeinwesen hervorgebracht, wie es dann tatsächlich dann doch eben weiterging. Also das ist sicherlich eine bemerkenswerte Sache. Vielleicht gucken wir uns das im nächsten Teil nochmal an, denn diese Auseinandersetzungen mit, weiß ich jetzt nicht, Kelten, Samniten, Sabinern und was weiß ich noch alles, die hatten auch tatsächlich, und vor allem den Karthagern, die hatten tatsächlich auch noch eine sehr stabilisierende Wirkung nach innen. Und das wird häufig, oder das wurde lange Zeit in der Forschung unterschätzt. Aber tatsächlich scheinen auch insbesondere soziale Differenzen sehr erfolgreich überbrückt worden zu sein. Alles andere sehen wir im nächsten Teil. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr wieder dabei seid, und sage macht's gut bis dahin. In diesem Sinne, Pax vobiscum und Valete.